schön, ne? Ich wollte sagen, also, wie heiß im Moment ist, plus 2,5 Stunden. Sie haben Glück, Sie sehen immer noch Feuer im Krater. Ja. Nur das wollte ich sagen. Ja. Weil wir schon wissen nicht, was schon kommt. Ja, schon. Aber früher kannst du noch nicht mehr. Es war absolut stark. Dieser Krater seit dieser Zeit gekommen. Aber wie? Erstmal hat der Mann gebohrt. Also gepumpt. Und dann. So was passiert oft, muss ich sagen, also wenn man die Technologie nicht folgt. Es ist richtig, nach der Bohrung leere Schichte was zu machen? Mit Wasser zu füllen. So. Kann man nicht erdrücken, dass sowas, als wenn die Leute das sind, auftreten, wenn keine Leute das sind, zutreten? Deswegen bohrt man da, das ist ganz neue Station, eine Bohrungsstation. Maximal einen Monat lang steht dort, aber intensiv schon. Es ist viel mehr Feuer. Ja. Und ich habe auch ganz anders gesehen, muss ich sagen, als Feuer oben. Und viele Vögel sind also übergeflogen und haben wieder gebrannt. Und es war so ein Feuerwehr. Es war einerseits sehr schön, aber andererseits... Pass auf. Boah, das ist
natürlich zu laufen hat, besser ist. Die Kamera, um da ein cooles Foto zu machen. Sprudelt, ja, man sieht das. Gas kommt raus. Es gibt Gasbestimmung. Regen zum Beispiel, ja. Ein bisschen rutscht er runter. Aber hier ist es. Na dann. Ja. Das war hier auch ganz schön. Kann ich dir auch bei uns zeigen. Sie macht so Fladenbrot. Temperatur. Alles total zu ist, nur so ganz schmal hier, so um zu sehen, zu gucken zumindest. Aber Brot selber backt man sehr schnell. Bettdecke aus Kamelwolle und andere Sachen, Pullover kann man auch stricken. Und Kamelfleisch auch. Kamelfleisch ist ein Diätfleisch. Es ist überhaupt nicht fett. Am besten macht man Koteletten, Hackfleisch aus Kamel. Kamelmilch hat sehr viel Kalzium dabei. Und die Frauen, wenn schwanger sind, in dieser Zeit dürfen Kamele ist zu viel. Und Frauen wissen das, aber nur die Frauen, die in Dörfern leben, also sie haben anderes nicht. Sie trinken sowieso aber ein bisschen mit Wasser. Es muss nicht so stark sein. Aber kommt immer raus.
Es ist salzig. There's a case study on this or something? For other things. Okay. Okay, we will wait them all. Here was a balcony. You know the balcony? Mm-hmm. Yeah, you see, it was like the wall is 5-6 meters. Why? Yeah, this room is a rat hole. Anybody there else? They found the underground room. Inside there was big jacks for wine. They found and they found